Hier haben wir nochmal zwei solche Goldstreifen, die man irgendwie als Gürtel interpretieren könnte. Es könnte aber auch ja, einfach ein Schmuckelement an einer Krone gewesen sein oder am Hals oder ähnliches oder an der Kleidung. Die beiden zeigen hier ein ähnliches Muster, haben auch eine vergleichbare Größe, sind schätzungsweise ungefähr 20 cm lang und 2 cm hoch. Und da drauf sind Fische abgebildet, die allerdings sehr lange Nasen haben. Die Fische zeigen mit dem Schwanz zueinander. Ich versuche mal ein bisschen drauf zu zoomen. Das wird jetzt gerade total unscharf. Okay, es geht. Wir sehen hier die Fischschwänze in der Mitte. Und ich werde jetzt mal ein bisschen nach rechts gehen, in der Hoffnung, ja doch, das geht, dass man den ganzen Fisch so in etwa erkennen kann. Also ganz links im Bild sehen wir den Schwanz vom linken Fisch und daneben den Schwanz vom rechten Fisch, der dann nach rechts rausschaut. Und dieses Muster sehen wir auf beiden diesen Goldbändern. Auf diesen beiden Goldbändern, so wollte ich das sagen. Jade über Jade. Es gibt hier wirklich super viele sehr schön gearbeitete Jade-Objekte. Da vorne ist zum Beispiel eins, es ist, sieht ähnlich aus wie ein Zhang, aber es ist, ein Parallelogramm ist es. Genau, ein Parallelogramm. Und darauf sieht man eingeritzte Figuren, die gerade einen solchen Elefantenstoßzahn über die Schulter tragen. Das Problem ist, dass das Stück sehr hell ist, deswegen wird man es auf der Kamera leider nicht so gut sehen. Ich bezweifle auch, dass man hier das Muster gut sehen kann, aber wir haben daneben eine Abbildung davon. Gucken wir uns mal zuerst die Abbildung an. Hier auf der rechten Seite, da sehen wir insgesamt als Objekt eine Jür, also eine Axt. Das war ja auch so eine Zeremonialaxt, beziehungsweise eine Waffe, die angezeigt hat, dass jemand Rang und Namen hat, sozusagen. Also diese Jür waren den obersten gesellschaftlichen Schichten vorbehalten. Und hier sehen wir ein Dekor, das mich persönlich sehr an das Tautier erinnert. Auch wieder zwei Augen, aber diesmal nicht diese Knopfaugen, sondern doch eher schon konkret augenförmig gearbeitete Augen. Wir sehen darüber Hörner und wir sehen darunter eine Schnauze und zur Seite hin vielleicht auch noch Wangenknochen oder ähnliches, falls man das so interpretieren möchte. Und ganz an der Seite, ich hoffe, das geht, hier sehen wir eventuell Ohren mit den Wangenknochen, meinte ich. Also hier die Schnauze in der Mitte und links, rechts und links daneben, das könnten eventuell Wangenknochen oder ähnliches sein. So, ich werde jetzt mal die Jür an sich fokussieren. Die ist in der Mitte nicht durchbrochen. Normalerweise ist ja immer so ein Loch in diesen Jür-Äxten drin. Bei dieser hier fehlt das. Ja, man kann das Muster doch überraschend gut erkennen. Doch, da sehen wir in der Tat das, was wir auch eben in der Abbildung gesehen haben, nämlich die beiden Augen. Bei der Abbildung hat man noch besser gesehen, dass es konkret augenförmig ist. Hier sieht man eher die runde Iris und die Pupille. Ansonsten fällt auch wieder auf, dass wir dieses Hintergrundmuster mit diesen Spiralen haben. Hier ist es scheinbar tatsächlich ein Hintergrundmuster, ähnlich des Leiwen. Allerdings ist das immer so kleeblattförmig vier Stück zusammen angeordnet, im Gegensatz zum Leiwen, das sich ja meistens in so Schlangen durchzieht. Das haben wir hier im oberen Bereich. Jetzt ist mein Finger durch den Zoom so riesig, aber hier, wo wir längliche Flächen im Hintergrund haben, da ist es ähnlich des Leiwen, dass die halt nebeneinander liegen. Im Gegensatz zu der Seite, wo wir größere Flächen haben, wo das nicht streifenförmig nebeneinander liegt,
sondern halt eher so wie ein Kleeblatt oder Pflanzen nebeneinander. Die Scheibe vor dieser Goldmaske habe ich jetzt mittlerweile 5-mal poliert, weil immer irgendwelche Leute hier vorkamen, die zu irgendwelchen Gruppen gehörten, die sich am rumführen lassen, diese Scheibe unbedingt anfassen muss. Das ist unglaublich. Hier haben wir eine Gesichtsmaske aus Gold gefertigt, die relativ dick ist. Man kann an den Rändern sehen, dass die ungefähr eine Stärke von, ich würde sagen, 1 mm hat. Oder sogar 2 mm. Ist etwas unregelmäßig gearbeitet. Es kommt immer darauf an, in welchem Bereich der Maske man sich befindet. Und diese Maske zeigt sehr deutliche Charakteristika von den Gesichts- und Masken- und Kopfdarstellungen, die wir auch aus Sanxingdui kennen. Mit dieser betonten Nase, mit diesen betonten Augen. Auch diese abstehenden Ohren, die auch wieder Ohrlöcher haben, in die man Schmuck hätte hängen können, an denen man Schmuck hätte befestigen können. Auch diese Kinnpartie ist wieder sehr auffällig, die wir hier sehen, ist wieder sehr stark ausgearbeitet. Und auch die dicken Augenbrauen sehen wir wieder. Das ist also genauso wie in Sanxingdui auch. Die Maske ist in der Tat, hat eine Größe, die es zulässt, dass man sie sich wirklich auf das Gesicht setzt und sie als Maske trägt. Sie hat Nasenlöcher, durch die man atmen könnte. Sie hat eine Mundöffnung und sie hat auch Augenöffnungen. Also es ist in der Tat ein Objekt, das sowohl aufgrund der Größe als auch seiner Beschaffenheit, vermuten lässt, dass diese Maske wirklich auch konkret als Maske Anwendung fand.